Er galt lange Zeit als einer der verstörendsten Horrorfilme aller Zeiten und kommt jetzt nochmal in die Kinos. Grund genug für uns, dass wir uns Texas Chainsaw Massacre nochmal ganz genau anschauen. Heute hier bei Was mit Film. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was mit Film. Würdest du lieber, Antje, von Leatherface, von Michael Myers oder von Freddy Krueger? Oder vom Xenomorph? Oder vom Predator? Oder... Nö, das reicht erstmal. Von wem würdest du am liebsten gejagt werden? Oh. Entweder von Michael Myers, weil... Echt? Also, da stellst du deine Chancen am besten ein. Ja, weil der steht ja halt teilweise auch einfach nur rum. Und wenn ich halt, ich bin ja dann nicht Laurie Strode, die nicht so wirklich weiß, was Sache ist. Wenn ich heutzutage Michael Myers in meinem Garten stehen sehen würde, würde ich einfach wegrennen. Das hat Laurie Strode ja damals noch nicht so miteinander in Verbindung bringen können. Deshalb ist sie nie weggerannt. Mhm. Aber ich glaube, mit meinem Wissen um Michael Myers und seine Existenz, würde ich sagen... Michael Myers. Aber ich hätte so die leise Hoffnung, dass ich mich mit Freddy Krueger verbrüdern könnte. Das stimmt. Ich glaube, der ist eher für Gespräche bereit als Leatherface oder Michael Myers. Ja, vor allen Dingen, wenn es halt Gespräche auf der Ebene sind, hey, lass doch zusammenarbeiten. Hm. Aber ich glaube, ich könnte ihn jetzt nicht bekehren oder so. Ich finde es übrigens sehr, sehr witzig. Wir zeichnen an einem Freitag, den 13. auf und du hast einfach Jason vergessen. Ja, ich habe es noch über... Irgendjemand fehlt doch in dieser ikonischen Liste. Aber gut. Der Ghostface-Killer ist ein verschiedener. Naja, egal. Ja. Nein, also auf jeden Fall nicht von Leatherface. Nicht von Leatherface, ja, das verstehe ich. Und das ist ja nun mal heute das Thema. Wir reden über die Wiederaufführung von Texas Chainsaw Massacre. Und bevor wir dieses Video begonnen haben, ist mir nochmal aufgefallen, wie der Film ja eigentlich im Deutschen heißt. Der heißt ja Blutgericht in Texas, aber niemand nennt ihn so. Ja, zu Recht. Ich finde auch schon den englischen Titel ein bisschen reißerischer, ein bisschen cooler. Und ich weiß auch nicht, ob mit Blutgericht was zu essen oder was vor Gericht gemeint ist. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst. Das ist wirklich mal ein Service an uns. Schreibt uns in die Kommentare, was das mit Blutgericht auf sich hat. Mich würde interessieren, war das Original auch der erste Film, Hallo, ich hätte gerne einmal das Blutgericht von Texas. Klingt nicht richtig. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. War das Original von 74 auch der erste Film aus dem gesamten, ja, mittlerweile ist es ja franchisiert, den du geguckt hast? Nee, ich habe Texas Chainsaw Massacre The Beginning auf einer PlayStation Portable im Gymnasium unterm Tisch mal geguckt. Wow, das sofort, ist eine Story. Das ist eine Story und das fand ich auch sofort super schlimm. Da muss irgendwie einer Liegestütze machen und wird dabei erstochen. Und also ich fand, dieser Film hatte... Vielleicht verkläre ich es jetzt ein bisschen, weil es auch schon ein bisschen her ist. Aber der hatte so eine absurde Grausamkeit und auch ein Ekel und wie dieses Haus aussah und was da für vergammelte Fleischfetzen rumhingen. In meinem Kopf ist das so der öligste, schmierigste, fettigste, ekelhafteste Film, den ich bis dato auf jeden Fall gesehen hatte und auch vielleicht bis jetzt. Und sonst habe ich dann eigentlich, bevor ich das Original gesehen habe, eher so die Epigonen mitbekommen. Also The Hills Have Eyes im Remake auch. Oder sowas wie Tucker und Dale vs. Evil, dann schon in der Parodie. Oder im Videospiel Resident Evil 7, wo es eine sehr direkte Referenz dazu gab. Und dann erst wirklich das Original geguckt und war dann aber total begeistert, weil ich dachte, wow, der ist ja wirklich so gut. Und der ist auch wirklich viel besser als alles, was ihm so direkt folgte. Und was ich jetzt bei der Recherche bei diesem Film herausgefunden habe, er ist ja tatsächlich auch älter als Halloween. Ich finde, er hat nämlich wirklich vieles von dem, was heute so ganz typisch ist für Horrorfilme. Fünf Teenager fahren mit einem Bus irgendwo hin und dann wird einer nach dem anderen weggemetzelt. Hat er eigentlich schon vor anderen Klassikern, wie Halloween zum Beispiel, delivered. Texas Chainsaw Massacre. Also ich kann ausnahmsweise wirklich mal sagen, das ist der erste Film aus dem gesamten Franchise, den ich gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, das erste Mal in Berührung gekommen mit der Reihe an sich bin ich durch das Remake von Michael Bay. Beziehungsweise ist ja nicht Michael Bay, ist ja Markus Nispel, aber es ist ja Michael Bays Produktionsfirma und da steht ja auch immer Michael Bays oder Michael Bay präsentiert drauf. Also bringt man die ganzen Hochglanz-Horror-Remakes immer irgendwie mit Michael Bay in Verbindung. Das habe ich aber nie gesehen, das habe ich auch bis heute nicht gesehen. Aber dass ich das erste Mal auf diese Marke aufmerksam geworden bin, war durch den Trailer zu Michael Bays Texas Chainsaw Massacre. Und dann habe ich aber relativ schnell mich für das Original interessiert und auch um all die Mythen, die sich um den Film ranken. Also das ist ja so wirklich
einer der krassen Horrorfilme überhaupt. Das war für mich lange Zeit so das eine Ding, an das sich auch gefühlt keiner rantraut, weil es so krass ist. Jeder Horrorfan hat's gesehen, aber in meinem Kopf war das so das Ding, an dem es alles sich misst. Und dann habe ich irgendwann mal eine Talkrunde zu Blutgericht in Texas, um nochmal den wunderbaren deutschen Titel zu nennen, verfolgt. Und da ging es vor allen Dingen um das Thema Altersfreigabe, wie brutal der Film ist, um die ganze Reise vor Gericht, die der Film durchgemacht hat, war ja lange indiziert. Richtig, vor Blutgericht, genau. Der war ja auch lange indiziert und so weiter. Mittlerweile ist er ja wirklich ungeschnitten in Deutschland erhältlich. Ich glaube sogar ab 16, maximal ab 18, aber diese ganzen krassen Horrorsachen, die sind ja mittlerweile irgendwie gefühlt alle ab 16. Turbine sei Dank. Ja, genau. Und ich habe ein sehr, sehr, ist keine Werbung, ich habe ein sehr, sehr schönes Luxus-Media-Book. War ich auch das mit dem großen Auge vorne drauf? Ist da ein Auge vorne drauf? Das große grüne Auge der Hauptdarstellerin und da drin die Spiegelung. Nee, ein anderes. Nee, okay. Aber cooleres, okay. cooleres, klar. Klar, das habe ich auch, das Coole, was du hast. Nicht das mit dem Auge, sondern das andere. Jedenfalls fand ich halt diese Diskussion so wahnsinnig toll, weil die auch sehr viele Sachen aufgegriffen hat, die einem, wenn man den Film im Nachhinein so rekapituliert, die einem dann erst auffallen. Also es wird da zum Beispiel genannt, dass derjenige, der damals entschieden hat, dass der Film indiziert wird, unter anderem, dass an der Szene festgemacht wird, in der eine junge Frau an einen Fleischerhaken gehängt wird. Aber diese Szene gibt's im Film ja gar nicht. Man sieht das ja gar nicht. Es wird ja nur angedeutet. Und in diesem Bericht stand halt drin, dass man es wirklich sieht. Aber das ist ja das Spannende an Texas Chainsaw Massacre, wenn man sich den heute anguckt, gerade mit so einem gewissen Verständnis für Film und auch gerade fürs Horrorkino. Eigentlich ist der ja überhaupt nicht explizit. Der ist nur wahnsinnig gut darin zu suggerieren, dass er explizit ist. Und das Schlimmste, was an dem Film das Schlimmste ist, ist das, was wir uns vorstellen. Und nur für die Leute unter euch, die noch nie von dem Film gehört haben, es geht um ein paar junge Leute, die fahren aufs Land, werden von einem Kettensägenmörder gejagt. Und noch zum Essen bei seiner Familie eingespannt. Degenerierte Hinterwäldlerfamilie, ganz klassisches Horrormotiv. Das stimmt. Oder vielleicht auch losgetreten durch Texas Chainsaw Massacre, Outback-Horror. Absolut, ja, ja. Den es, wie zum Beispiel bei The Hills of Ice, dann seitdem auch regelmäßig wieder gibt. Oder Wrong Turn war auch noch so eine Filmreihe, die auf vielen PlayStation-Portables abgespielt wurde. The Hills of Ice habe ich übrigens nie gesehen. Weil mich als Jugendliche der Trailer zu The Hills Have Eyes 1 und 2 unfassbar verstört hat. Ja. Und ich dann irgendwann mal mitbekommen habe, dass es in einem der beiden Filme eine Szene gibt, in dem einem Wellensittich der Kopf abgebissen wird. Und deshalb habe ich mich bis heute nicht an die Filme getraut. Leider auch nicht an das Original, das ja von Wes Craven ist. Und eigentlich würde ich dem gerne mal eine Chance geben. Aber irgendwie die The Hills Have Eyes Reihe, da habe ich bis heute Respekt vor, ohne das zu erklären zu können. Ja, auch Alexandre Ajar, dem traue ich nicht über den Weg. Aber ich erinnere mich auch an die Fernsehwerbung dafür. Das war nämlich nur ein Schwarzbild und Geräusche. Und man hat so Schreien und so unheimliche, verzerrte Stimmen gehört. Ui. Und dann so ein Sägen oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, und dann stand da am Ende zu krass fürs Fernsehen und gehen sie ins Kino. Also das hat für mich auch schon sofort so eine Tension erzeugt. Aber das, was du gerade sagst, eigentlich ist Texas Chainsaw Massacre einer der unblutigsten Horrorfilme überhaupt. Da sieht man eigentlich nur mal, wie sich ein bisschen in die Hand geschnitten wird und wie ein paar Leuten mit dem Hammer auf den Kopf gehauen wird. Aber das sieht eigentlich auch nicht krass aus oder so. Aber der Film schafft es wirklich durch Sound, durch Ausstattung und vor allem durch diesen genialen Aufbau, so eine intense Atmosphäre zu erzeugen, dass man denkt, oh mein Gott, niemals möchte ich in dieser Situation sein. Also ich musste bei dem Film eigentlich die ganze Zeit an diesen Hitchcock-Spruch denken. Im Film hat man eigentlich immer eine starke Situation mit schwachen Charakteren oder starke Charaktere in einer schwachen Situation. Und ich finde, hier ist es eindeutig schwache Charaktere in einer starken Situation. Die sind eigentlich alle so ein bisschen egal, die Figuren. Gerade die ersten drei, die sind ja so schnell auch dann schon weg und irgendwie ist es auch ein bisschen egal. Aber diese Situation, man identifiziert sich so stark damit, da jetzt zu stecken, nicht wegzukommen, das Auto hat keinen Tank, dann irgendwie nachts, die sind alle weg, man muss den Bruder im Rollstuhl noch durchs Gestrüpp durchschieben, denkt, oh mein Gott, ist das alles stressig und wie komme ich hier jemals wieder raus? Und wirklich dann dieser letzte Teil des Films, wo nur noch geschrien wird und nur noch gejagt wird und so, ich finde, selten habe ich wirklich so eine krasse Darstellung von Angst gesehen im Film,
wo wir auch wirklich minutenlang fast nur auf den Augen der Darstellerin sind, dass sich so wild hin und her dreht und schreien dazu hören. Also wirklich dieses, den Verstand vor Angst verlieren, finde ich, hat noch nie einen Film so gut rübergebracht wie Texas Chainsaw Massacre. Ja, und das beginnt ja vorher schon bei dieser wirklich unfassbar morbid, unangenehm, ekligen Szene bei dem Dinner mit der Familie, wo sie dann auch noch gezwungen ist, da saugt ihr Vater ihr doch noch das Blut aus dem Finger und so weiter. Und es ist einfach, der ganze Film ist unangenehm. Man hat das Gefühl, dass man ihn riechen und schmecken und fühlen kann. Und dadurch wird das alles ja in unserem Kopf auch so überdramatisch. Also es ist schon sehr dramatisch, was wir da sehen, aber wir dramatisieren das Dramatische ja noch mehr über. Ja. Und das Interessante ist, um mal kurz auf den Soundtrack der Woche zuzukommen, ich habe mich da nämlich für das Original von Poltergeist entschieden, weil den Film Toby Hooper dann ja 8 Jahre später gemacht hat. Übrigens, du weißt bestimmt, wer wahrscheinlich eigentlich da Regie geführt hat, oder? Steven Spielberg. Richtig. Sagt man so? Genau, sagt man so. Und wirklich ein Horrorklassiker durch und durch, auch wieder ein sehr eindringlicher und so schön spookiger Score. Also ich finde, der ist auch nicht so überdramatisch, sondern der ist einfach die ganze Zeit so schön unbehaglich, wohingegen Blutgericht in Texas ja mit wenig Musik eigentlich auskommt, was auch, finde ich, passt, weil Texas Chainsaw Massacre hat ja fast schon was Dokumentarisches. Ja. Der ist ja auch überhaupt nicht in irgendeiner Form ästhetisch gefilmt, ganz bewusst nicht ästhetisch gefilmt. Und was findest du? Ne, also der hat jetzt keinen Hochglanzlook oder irgendwie so. Der also, soll schon so was sehr, der ist schon sehr gritty und stellt sich natürlich voll in den Dienst des Stoffes, den er zeigt. Aber ich möchte darauf hinaus, dass ich die Spannbreite so spannend finde zwischen dem Stil in Texas Chainsaw Massacre und Poltergeist. Und was ja eigentlich dafür spricht, dass Toby Hooper, der danach vieles noch so im Horrorbereich gemacht hat, unter anderem ja auch Texas Chainsaw Massacre 2 beispielsweise oder als letztes 2013 den Film Jinn, des Teufels Brut. Und das ist gegen, oder Crocodile aus dem Jahr 2000, also der ist immer so im Genre verhaftet geblieben, aber hat ja dann nie mehr wirklich groß was gerissen, so schade das ist. Dabei sieht man ja anhand dieser beiden Beispiele und ja, jetzt ist die Frage, wie viel geht davon auf das Konto von Spielberg, nicht? Aber er ist ja nun mal der gelistete Regisseur, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das schon vor allem seine Vision war. Und wenn man da dann mal die Spannbreite sieht zwischen Texas und Poltergeist, das wird, muss ja eigentlich ein wirklich guter Handwerker gewesen sein. Also ich finde, bei vielen, die bei diesem Film mitwirken, ist es seltsam, dass die so ein bisschen nie so den ganz großen Sprung dann geschafft haben. Wie zum Beispiel auch unsere Hauptdarstellerin in Texas Chainsaw Massacre. Marilyn Burns. Genau, die nie so richtig zur Scream Queen eigentlich geworden ist. Obwohl sie die Scream Queen eigentlich ist. Schlechthin, ja. Und ich finde, also auch gut, extrem gut. Es ist eine super extreme und intensive Performance, gerade so in den letzten 30 Minuten des Films. Zumal sie, und das sowas finde ich dann immer sympathisch, sie ist ja dem Franchise wirklich treu geblieben, nicht? Also sie hat ja nach Texas Chainsaw Massacre, ist ja 94 nochmal zu Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr zurückgekehrt und war ja sogar im unsäglichen Texas Chainsaw 3D. Und ja, man kann dann, den weiß ich, ich hatte den zu Hause in einer gekürzten Version und fand den ganz, also es war alles super dumm. Wo man aber auch dann wieder sieht, was der ja hinterlassen hat für einen Eindruck. Die ganze Filmreihe, kommen wir gleich noch drauf, was der alles nach sich gezogen hat. Und jetzt kann man immer sagen, ja, wahrscheinlich war einfach der Gehaltscheck für sie so groß, dass sie auch bei Texas Chainsaw 3D nicht Nein sagen konnte. Aber irgendwie spricht es ja schon für so eine gewisse Zuneigung dem Franchise gegenüber. Weil wenn du wirklich abschließen möchtest mit dem, was du getan hast, aus welchen Gründen auch immer, dann würdest du nicht für 2 Nachfolger zurückkehren. Ja, denke ich auch, ja. Das, und die hat das nicht viel bestimmt gemacht tatsächlich. Und alles andere sagt mir auch tatsächlich nichts. Ja eben, aber das ist eigentlich so schade. Und das Gleiche denke ich dann auch bei Toby Hooper. Poltergeist hat ihn ja dann quasi fast schon ein bisschen beerdigt als großen Horrorfilmregisseur, was eigentlich sehr schade ist, weil ich finde, dass Texas Chainsaw Massacre, so wie er aufgebaut ist, eigentlich für mich der perfekte Horrorfilm ist. Eigentlich schon, ja. 83 Minuten lang, kein Gramm Fett zu viel. Ja. Und eine ganz, ganz simple Situation. Ich musste auch so ein bisschen an Ty West denken, wie er zum Beispiel Filme wie House of the Devil gemacht hat, die so ganz straight, keine Schnörkeleien oder so, sondern einfach eine Situation von vorne bis hinten durchgespielt, die einfach von ungruselig zu gruseliger wird und am Ende am gruseligsten ist und dann ist der Film vorbei. Aber das handwerklich wirklich so perfekt und die Stimmung so gut aufgebaut. Also solche Horrorfilme vermisse ich eigentlich. Solche
nicht so endlos vertwisteten Geschichten, sondern einfach so was ganz, ganz Schlichtes, Schmales, Einfaches. Ja, und das ist witzig, dass du gerade Ty West erwähnt hast. Der hat ja vor ein paar Jahren gerade erst eine sehr schöne Hommage an den Film gedreht, nämlich X. Und ich fand das damals so spannend, dass der Film, und da muss ich mich auch mit einschließen, dass der bei vielen so eine gewisse Enttäuschung hervorgerufen hat, weil der mit einem sehr großen Hype gekommen ist von den ganzen Filmfestivals. Wir haben an dieser Stelle übrigens mal ein Video über Horrorfilme und ihre Hypes gemacht und ob ihnen das gut tut, das werden wir hier jetzt verlinken. Und dabei war das ja eigentlich, wenn man sich den Film angeguckt hat, und mittlerweile weiß ich ihn als genau das zu schätzen, es war eine Hommage an das Terrorkino, wie es Texas Chainsaw Massacre begründet hat. Und auch X ist zwar vom Slowburn-Faktor, der ist ja viel, viel langsamer, weil er auch länger ist, aber der ist letzten Endes ist er genauso schnörkellos. Und hat spielt vielleicht hier und da noch mal so ein bisschen mit etwas mehr Symbolik, fine by me, aber da sieht man auch, dass Texas Chainsaw Massacre wird 50 dieses Jahr, deshalb kommt er wahrscheinlich auch nochmal in die Kinos und hinterlässt bis heute eben seine Spuren und zwar weit über dieses wir remaken das einfach nochmal hinaus. Ey, vor 2-3 Jahren kam der letzte Netflix Texas Chainsaw Massacre Film. You're so cancelled right now. Diese, hast du den gesehen? Nein, ich habe den Trailer nur gesehen, wie er die Influencer durchsägt. Okay, das möchte ich glaube ich nicht sehen. Ja, kann ich verstehen. Ich konnte auch überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb da Texas Chainsaw Massacre drauf stand, weil ich glaube, sonst hätte ich ihn besser gefunden. Aber der hat eine sehr, sehr geile Bus-Metzel-Szene und ja, allein für die solltest du dir den Film mal angucken. Okay, vielleicht gucke ich nur die dann. Hat null was mehr mit der Ursuppe von Texas Chainsaw Massacre zu tun. Also sag dich davon los, dass da der Name draufsteht. Okay. Weil das ist noch weiter weg vom Original und vom originalen Ansatz als das Michael Bay Remake. Okay, verstehe. Weil du vorhin sagtest, der Film ist so gritty und sieht gar nicht so schön aus. Ich finde, eigentlich jetzt, wo ich den nochmal geguckt habe, der hat was richtig Arthausiges, wie er aussieht. Er wurde ja sogar in die Sammlung des Museum of Modern Art aufgenommen. Das muss man sich auch mal, der ist einfach in einem Museum ausgestellt. Ja. Das spricht ja auch dafür. Total, ja. Und ich finde, der hat Shots, wie zum Schluss, wenn der Leatherface wenn ihm Sally davongefahren ist, wild lachend, wenn er dann so halb frustriert, halb euphorisch, ich weiß nicht, tanzt mit seiner Kettensäge im Sonnenuntergang. Willst du wissen, wie diese Szene entstanden ist? Er hat sich wirklich ins Bein gesägt, ne, Gunnar Hansen? Es geht eher darum, wie es dazu gekommen ist, weil er sollte frustriert sein. Also Toby Hooper hat ihm gesagt, spiel frustriert. Und es war ihm aber immer nicht genug. Und plötzlich hat Gunnar Hansen dann einfach angefangen, die mit der Säge zu schwingen, ohne Toby Hooper vorher Bescheid zu sagen. Und er wollte Toby Hooper, wollte sich durch sein Verhalten, also Gunnar Hansen wollte sich damit, dass er Toby Hooper in dem Moment erschreckt, dafür rächen, wie Toby Hooper seine Leute am Set behandelt hat. Das fand ich so eine späte Rache, das fand ich ganz charmant. Okay, im Ergebnis finde ich es trotzdem total, eine wunderschöne eine Szene. Eine legendäre Szene. Und der Film endet ja dann auch mit einem harten Cut auf schwarz. Also das so zu beenden ist auch so seltsam, aber auch so schön. Ja. Der Anfang mit diesen Fotografien von diesem ausgebuddelten Friedhof da, das ist allein schon so artsy gemacht. Und diese Geräusche von den Fotografien da. Ja, dieses ja. Also wirklich toll. Generell dieser Score, der ja nur aus industriellen Geräuschen besteht, die Tiere im Schlachthof hören könnten. Das ist die Erklärung, was ich auch irgendwie total spooky und eklig finde. Und Lensflares ohne Ende. Also es gibt so viele schöne. Ich musste teilweise an Terrence Malick. J.J. Abrams und Terrence Malick habe ich da irgendwie, vor allem Terrence Malick drin gesehen in diesen Bildern. Dieses weiß angestrichene Haus in dieser Wüste, dann dieser Lensflare fällt so clean in die Kamera. Diese Schaukel, diese weiße im Vordergrund. Da sind Bilder drin. Also ich finde den teilweise richtig schön und wie das Haus von innen aussieht. Auch diese rote Tür, wo Leatherface immer rauskommt und dann dieses Metallding dazu zieht so. Also das so viele ikonische Bilder. Ich bin total begeistert, mal wieder von diesem Film. Seid ihr auch begeistert, wahlweise von dem Film oder von unserem Video? Dann schreibt es uns in die Kommentare, aktiviert die Glocke, abonniert diesen Kanal und wenn ihr mögt und könnt, dann unterstützt uns doch gerne finanziell, wie das geht. Das seht ihr in der Videobeschreibung und ansonsten sind wir durch für heute. Es war ein sehr schönes Video, das wir hier für euch aufgenommen haben. Hat Spaß gemacht, oder? Hat richtig Spaß gemacht diesmal, oder nicht? Ja, fand ich auch. Das sagen wir uns irgendwie nie am Ende des Videos. Und heute hat es besonders Spaß gemacht. Doch, ein bisschen Achtsamkeit an dieser Stelle. Es hat heute Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. Und viel Spaß im Kino bei Wiederaufführung Texas Chainsaw Massacre. Bis ganz bald.